Hallo Sabine, schön euch heute beim Benefiz-Konzert von Metalheads for Sea Shepherd zu sehen. Alle Bands treten heute im Sinne dieses Engagements auf. Was ist eure Intention, dieses Projekt zu unterstützen? Also wir mögen es total, wenn wir für einen guten Zweck auch was machen können. Vor allen Dingen ist es natürlich auch schön, dass es so ein kleines Festival ist, wo halt ein großer Kontakt zu den Fans ist, weil bei den großen Festivals ist ein Riesenabstand zu den Leuten und hier weiß ich, dass alle halt auch für den guten Zweck kommen und einfach zusammen Spaß haben und das macht uns natürlich auch Freude. Holy Moses hat sich im Laufe der Zeit immer neu organisiert und du hattest mit Temple of the Absurd musikalisch eine andere Richtung eingeschlagen. Erzähl uns ein bisschen über die Bandgeschichte und deine anderen musikalischen Projekte. Boah ja, also Holy Moses gibt es ja jetzt schon seit 1981, oh Gott, schon super lange. Holy Moses, das war halt immer mein Herz und auch in der Zeit, als ich Temple of the Absurd gemacht habe, das war einfach ein Zusatzprojekt mit guten Freunden von mir und es war halt musikalisch ein bisschen anders als Moses, aber auch nicht wirklich total anders. Also es war immer noch meine Stimme und das war ich. Also das war halt einfach eine lustige Aktion für mich. Die Wechsel im Line-Up haben ja schon fast Tradition und Holy Moses steht nun nach 30 Jahren Bandgeschichte mit einem neuen Doppelalbum. Da war Release 2012 In the Power of Now ganz oben im German Thrash Metal. Was können die Fans erwarten und an was arbeitet ihr im Moment? Ja, also die Besetzung ist gleich geblieben. Thomas ist schon super lange dabei. Gerd und Pete sind jetzt auch schon seit über 2 Jahren dabei. Die haben mir, ich glaube, das war letztes Jahr in Frankfurt, ne? Auf der Bühne geschworen, dass sie dabei bleiben und das nehme ich auch sehr, sehr ernst. Komplett Seele verkauft. Ja, wie gesagt, in so einer langen Geschichte, ich meine, wir haben damals als Schulband des Intergymnasiums angefangen und es ist völlig klar, dass wenn man die Band nicht nur als den Hauptlebensinhalt machen kann, dass alle irgendwie haben angefangen zu studieren und dadurch hat es halt viele Wechsel gegeben, aber ich habe jetzt eine super tolle Truppe zusammen und das ist da, ja wie gesagt, die haben geschworen, dass sie dabei bleiben und mit der Besetzung bin ich jetzt auch im Studio, das heißt Pete und Thomas und Gerd haben die Songs geschrieben, wir sind in dem Studio von Thomas und die Basics, Drums, Gitarren und Bass sind schon eingespielt, der Pete muss noch ein paar Solos spielen. Ich habe bisher 6 Songs eingesungen und 7 oder 8 Songs müssen wir noch machen, ne, Thomas? Ein bisschen kommt noch was. Es ist Holy Moses pur, ja. Also es ist, also die Band hat sich wirklich eingefügt in das, was Holy Moses bedeutet. Und ich würde sogar sagen, viel mehr als das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Man kann echt sagen, back to the roots. Die haben den Spirit von Holy Moses aus den 80ern übernommen. Das heißt, die Tradition aus der New Machine of Liechtenstein und Finish with the Dogs fortgesetzt. Also ich würde sagen, das neue Album könnte sozusagen das Nachfolgealbum von der New Machine of Liechtenstein sein. Das, was wir damals nicht gemacht haben. Holy Moses ist eine Thrash Metal Band mit dir als Vokalistin der harschen Töne, sage ich jetzt meinen Ausdruck. Schaut man sich die Albumveröffentlichung der letzten Jahre an, ist das ganz beachtlich. Wo seid ihr derzeit unter Vertrag und was habt ihr wirklich geplant? Also wir sind immer noch bei SPV Steamhammer, das Label, was uns seit vielen Jahren begleitet, mit denen wir durch dick und dünn gegangen sind. Wir waren halt auch, die letzten Jahre immer im Vertrieb von SPV. Waren früher schon bei Steamhammer auf dem Label und sind es jetzt auch noch wieder. Da ist auch das 30 Years Anniversary Album rausgekommen und selbst das Label ist durch harte Zeiten gegangen. Die waren ja vor 2 Jahren insolvent und viele Bands haben aber zu dem Label gehalten und auch wir und haben gesagt, nee, wir gehen mit euch durch diese Krise. Und das Label hat sich gefangen und dort werden wir auch im Januar 2014 das neue Album veröffentlichen. Und dann geht's natürlich auf Tour und viele Festivals. Ihr wart sehr erfolgreich in Japan und Südkorea auf Tour. Ihr habt in der Ex-DDR gespielt, was auch in der Bild Erwähnung fand, habe ich gelesen. Hattet sogar in Afghanistan einen Gig für die IASF-Soldaten. Was kannst du über den japanischen und koreanischen Markt sagen an Erfahrung? Japan, ja, Thomas war mit in Japan, ne? Das war sehr abgefahren. Das war sehr sinnvoll. Japan ist halt, also Tokio ist halt eine komplett andere Welt. Also das ist halt, das kann man nicht vergleichen mit Europa oder Deutschland. Die Fans sind da auch völlig anders. Die Shows fangen früher an und die Leute kommen teilweise direkt aus dem Geschäft, also oder von der Arbeit in ihren Anzügen auf die Konzerte und flippen da total aus und sind dann aber auch so wieder
typisch japanisch, sehr, sehr ruhig. Und ja, es ist einfach, die Erfahrung ist einfach total krass und jederzeit gerne wieder. Also sollten wir auf jeden Fall wieder hin und nochmal spielen. Kann ich nur empfehlen. Es war auch total hart, weil ich meine, die haben ja über 25 Jahre darauf gewartet, dass wir kommen. Und das war für die echt was Besonderes. Und Tokio haben wir auch zweimal spielen wollen. Wir wollten eigentlich einen Tag der offen machen und uns Tokio angucken. Aber der Veranstalter hat gesagt, dass die erste Show sofort ausverkauft war und wir sofort an dem eigentlich geplanten freien Tag noch eine Show gespielt haben. Und das hat man den Fans auch einfach angespürt. Das war, die waren super dankbar. Und das ist natürlich total schön. Wer komponiert die Songs bei euch? Wer schreibt die Lyrics? Ist das ein Zusammenspiel von allen Bandmitgliedern? Jetzt ja. Also vorher war das so eine ganz klare Einteilung, dass ich irgendwie ein, zwei, meistens nur die Gitarristen die Songs geschrieben haben und ich die Texte. Aber was wir jetzt machen, ist wirklich ein komplettes Bandprojekt. Also im Endeffekt sind drei Gitarristen in der Band, weil also auch Gerhard hervorragend Gitarre spielt. Thomas, ein hervorragender Gitarrist, ist Pete sowieso. Das heißt, hier sind wirklich drei Songwriter am Start und die helfen mir auch bei den Lyrics. Das heißt, wir haben Ideen besprochen. Dadurch, dass wir auch weit auseinander wohnen, sind irgendwie Ideen dann über Skype ausgetauscht worden und auf den Song direkt gemacht worden. Und das tut mir super gut. Ja, also vorher war das auch so, Texte nur ich. Und ich meine, ich glaube, ich habe irgendwann mal gezählt, ich habe 286 Songs in den Jahren Texte für geliefert. Und ich sage auch manchmal, so, ich bin auch so austherapiert über mich selber, ja, so was ich alles so schreiben wollte. Und viel Hass und Problematiken schon ausgearbeitet. Und das ist natürlich total genial, wenn man jetzt das so als... Das sind noch Hass und Problematiken. Genau, die haben noch welche. Ja, es ist echt, echt cool, ja. Weil ich habe auch gar kein, ich hatte noch nie Bock, dass das Sabina und Musiker ist, ja. Das hat immer so ausgesehen, weil es halt nicht funktioniert hat, aus tausend verschiedenen Gründen. Und jetzt ist es halt eigentlich so, wie ich es mir immer geträumt habe. Welche Ideologie steht hinter eurem musikalischen Schaffen? Ausdruck der Lyrics. Also es sind schon in den Lyrics psychologische Themen schon immer gewesen, was eigentlich so die Arbeit so mit dem Inneren ist, was uns beschäftigt, passieren abgefahrene Dinge, ja, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, kannst du bestätigen. Du darfst ruhig husten. In der Tat. Ja, in der Tat, ja. Und das ist das, was drin vorkommt. Halt viele Sachen halt, Abwehrmechanismen, Verdrängung, Verschiebungen. Also wenn man überlegt, was immer so für ein Stress auch mit Menschen untereinander ist. Und wir machen uns halt Gedanken, woran liegt das? Und gucken da so in die Tiefe. Das ist das, was uns Spaß macht. Sabina, du bist auch sehr aktiv im Fernsehen, warst Moderatorin von Bullet TV, Hard and Heavy Portal, ist das richtig? Nein, nicht Hard and Heavy, Mosch. Ah, okay. Moderierst seit 2011 die Reality-Doku Das Messi-Team auf RTL 2 und bald gibt es eine zweite Staffel von Teenager in Not. Inwiefern steht das in Zusammenhang mit deinem Beruf? Ich bin halt Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich habe meine Praxis in Hamburg. Und ja, so wie es auch in den Texten vorkommt, das ist mein Leben. Das hat mich schon immer interessiert. Wer halt The New Machine of Liechtenstein, das Comic gelesen hat, weiß, dass ich da auch Mrs. Greenwood, die Psychologin von Locky Popster, der The New Machine of Liechtenstein erfunden hat, schon war. Also das ist eine Geschichte, die ganz tief mit Holy Moses verbunden ist und ja, ein Teil von meinem Leben ist. Und es macht natürlich super Spaß. Ich komme auch gerade vom Dreh, also und ich fahre auch diese Nacht zum Dreh zurück. Wir sind gerade in der nächsten Staffel für das Messi-Team und sind gerade in Oberbayern. Und es macht mir halt Spaß, den Menschen zu helfen. Wie geht es weiter mit Holy Moses? Was ist geplant? Habt ihr eine Tour? Steht eine Tour an? Also es ist noch keine fest geplant, aber im Januar kommt das Album. Und dann soll es losgehen, ne? Ja, also wir werden definitiv nicht mehr irgendwie jetzt 8 Wochen am Stück touren, wo Fans auch oftmals gar nicht zu Shows kommen können, weil an Montagen und Dienstagen gespielt wird, sondern konzentrieren uns schon auf Festivals, was Spaß macht. Und aber wenn wir irgendeine tolle Tour angeboten bekommen, ne, werden wir das auch machen, auf jeden Fall.
Und wo können euch eure Fans im Netz finden, Sabina? Steht ihr persönlich hinter den Seiten, Communities? Macht ihr das persönlich oder macht das jemand für euch? Da kann der Thomas was zu sagen, das ist nämlich unser Haupt-Web-Administrator. Sag einfach mal, wo man findet. Auf Facebook ist es halt, weiß gar nicht, die Holy Moses Official oder sowas. Official. Ja, da kann man uns auch kontaktieren. Und wir schreiben zurück oder also wenn man halt Fragen hat, beziehungsweise wir sind halt alle irgendwie da sowieso ständig auf Facebook und ja, sind ja auch ganz normale Menschen und wir stehen halt auch dahinter. Von daher ist es auch kein Problem, uns da irgendwie zu kontaktieren. Also da ist es am einfachsten. Okay. Die Holy Moses Net. Ja, genau, also die Holy Moses Homepage. Wobei halt auf Facebook es natürlich leichter ist, mit den Menschen zu kommunizieren. Gut, Dankeschön. Vielen Dank für das Interview. Ich wünsche der Band weiterhin ganz viel Erfolg. Danke. Danke.